Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Platin. Und ja, fangen wir an mit dieser schönen, ja, was heißt hier schön? Ich finde, da sind sie noch hässlich, die Gören. Später werden sie noch, na gut, so schlimm ist sie jetzt auch wieder nicht. Aber später werden sie noch ein bisschen besser. Und perfekten Enten, da können wir auch gleich mal eine sehr effektive Attacke gegen einsetzen. Denn Enton ist Wasser. Ist das nicht schön? Man könnte fast meinen, dass es Wasserflug ist, aber nein, es ist rein Wasser. Ich glaube, mit Entoron wird es dann erst noch Psycho. Aber ich kann mich auch irren. Kann auch sein, dass Enton sofort Psycho ist. Das weiß ich im Moment nicht. Es war gerade sehr riskant, nochmal Tackle einzusetzen. Weil Tackle hat in diesem Spiel nur 95 oder 90 Genauigkeit. Was für eine so schwache Attacke, die gerade mal 35 Stärke hat, nicht viel ist. Scheiße. Nein! Hau ab, du wildes Pokémon! Hau ab, habe ich gesagt. So. Flucht, jawohl, danke. Ich gehe gleich hier. Eins, danke. X Abwehr. Brauchen wir eh nicht, werde ich verkaufen. Aber dann haben wir wenigstens ein bisschen was, was Kohle bringt. Obwohl, ich glaube, diese X-Dinger da, also die kurzzeitig mal einen Angriff oder sowas boosten, ich habe ja keine Ahnung. Also, ich habe so einen Teil noch nie eingesetzt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich fand es von Anfang an scheiße. Och nee. Das kann auch jetzt echt nicht wahr sein. Danke. Ah, da kommt man auch per Surfer hin. Aber das ist sowas von unnötig. Weil das braucht man später eh nicht mehr, wenn man Surfer hat. Und ich werde sowieso hier nicht mehr hinkommen. Egal, ob da noch Items liegen. So. Da drin haben wir noch nicht, aber... Hier kommt ein komischer Typ. Oh, ein niegelnagelneuer Poketch und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. Ja, was? Wem sollen wir das jetzt geben? Soll ich mir noch mal einen Sklaven fangen? Namens Kleinstein. Obwohl ein Kleinstein als Sklave wäre richtig dumm, aber. Oh. Aber um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzeling. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Genau, ich guck mal ganz kurz, ob das vielleicht Staralilie lernen kann, weil wir werden es ja eh nur für die nächste Arena brauchen. Und... Ja, Forest kann... Nee, damit will ich ihn aber jetzt nicht... Nee. Gut, dann werden wir uns ein Bidizer fangen, weil Bidizer kann das, glaube ich, erlernen. Aber nur als Sklave, so. Dann werden wir uns den hier noch vorher fangen. Bidizer, wann kommst du? Jetzt kommt ein Shinux, super. Ich liebe Shinux. Zwar wirklich, das ist eins der besten Pokémon aus der vierten Generation, finde ich, also... Von der ist am besten gelungen, finde ich. Scheint schon wieder. Und ständig hat es Bedroher drauf. Das ist auch eine richtig gute Kombination. Also ich weiß gar nicht, was es sonst für eine Attacke drauf haben sollte. Oder ich meine, was für eine Fähigkeit das haben sollte. Oh, ein Abra! Ein Kadabra wäre auch nicht schlecht, aber kann man sich später eh nochmal fangen. Aber ich nehme es ja eh nicht fürs Team.
Also, ihr braucht euch hier wirklich keinen Abra zu fangen, das ist sowieso mühsam, das zu trainieren. Das hat nämlich nur Teleport drauf und es flüchtet auch aus dem Kampf, wenn man es fangen will. Und, oh, ich habe Angst, dass wir es jetzt mit Tickle hier besiegen. Gut. Dann Pokéball. 5 haben wir noch. Und? Jawoll! Unser VM-Sklave wurde gefangen. Oh, ich war ein bisschen spät, sorry. Ja, diese typische Pokémon-Musik, wenn man was gefangen hat. Finde ich gut, dass sie das beibehalten haben und nicht abgeändert haben. Wirklich in keinem Spiel wurde das abgeändert. In Pokémon Saphir und überall ist es komplett klar. Gleich, ich weiß jetzt nur nicht, ob es in Rot und Blau schon so war. Ich glaube, von den Tönen haben die das dann noch nicht so hinbekommen. Ja. Wie immer meine Sklaven heißen. Ich ist auch diesmal einfach nur Slave. Und wieso mache ich das nicht einfach so? Zack. Und zack. Oh, es ist sogar weiblich. Haben wir ja einen richtigen Sklaven gefangen. Yeah. Na gut. Wollen wir jetzt hier mal nicht pervers werden. Dann können wir ja jetzt die VM einsetzen. Wusste ich doch, dass es das erlernen kann. Bizar könnte auch noch Surfer erlernen, aber ich glaube, das lasse ich lieber mal. Oh, Enton. Ist hier relativ selten, glaube ich. Ja, das war hier in der Höhle relativ selten. Aber egal. Kann mich auch irren. Gegen Camper Ole. Das ist jetzt unser Gegner. Und er hat ein Staralili, was durchaus eine Flugattacke haben kann. Sollen wir es wagen? Nö, ich verpiss mich. Und setze mein schönes Staralili ein. Was 3 Level höher ist. Okay. Ja, kannst du ruhig Heuler machen. Das wird dir eh nicht viel nützen. So, Flügelschlag. Flügelschlag ist stärker als Ruckzuckhieb. Bam. Und nochmal. Und besiegt. Forest erreicht Level 13. Yeah. Okay, KP steigt. Sehr gut. Angriff steigt und Verteidigung steigt. So wollen wir es haben. Mehr brauchst du auch nicht. Und Rasierblatt erlernst. Schön. Shinux. Da werde ich wieder Forest nach vorne tun. Weil ich Forest ja trainieren will. Ich weiß, dass Shinux jetzt noch keine Elektroattacke drauf haben kann. Das ist ein bisschen schade. Er lernt ziemlich spät eine Elektroattacke. Und jetzt versuchen wir einfach mal Rasierblatt. Yeah. Diese Attacke haut schon rein. Auch wenn... Ja, jetzt mit unserem Wesen das nicht so reinhauen sollte. Wir haben ja eher ein Angriffswesen. Aber so ist auch gut. Also ich hatte auch mal ein Chillast gehabt mit Spezialangriffswesen. Das hat dann schon von Anfang an ziemlich reingehauen. Und das würde ich dann auch gleich mal bis zum Schluss mit... zum Beispiel mit Gigasauger ausstatten. Weil... da bringt Holzhammer einfach nichts, denn Holzhammer ist, wie man weiß, sehr riskant, da es selbst Schaden verursacht. Also einem selbst halt Schaden. Ja, so sollte ich es ausdrücken. Und nochmal Absorber mit Step und ich finde, das sollte langsam mal weg sein. Genau. Hab ich richtig gedacht.
Und ich glaube, ich mache jetzt auch langsam mal. Ich sortiere jetzt langsam mal die Attacken ein bisschen um. Ja, Bericht. Ja. So. Rasierblatt machen wir ganz nach vorne. Absorber werden wir jetzt erstmal nicht brauchen, aber ich werde es trotzdem mal hier an die Stelle von Panzerschutz auf der dritten Stelle stellen. Das dürfte so genügen. Und weiter geht's. Oh, jetzt kommt der Stadtrundgang. Okay. Oh, das ist jetzt nicht wichtig. Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Wer es wohl ist? Das werden wir gleich sehen. Ich werde jetzt mal ganz kurz pausieren, um was nachzugucken. Nee, das bringt gar nichts. Okay, dann gleich sofort weiter. Was? Wie? Oh, du bist es, Sabina. Hast du es doch bis hierher geschafft? Aber du bist echt langsam. Weißt du das? Der Arenaleiter hier ist übrigens eine harte Nuss, nicht leicht zu knacken. Wie er sich wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt? Wer ist dein Vater? Hä? Wie? Ich habe den Faden verloren. Na, auf jeden Fall ist der Arenaleiter in die Kohlemine gegangen. Wenn du ihn dir vorknöpfen möchtest, solltest du schnell zur Mine. Ja, mache ich auch. Aber vorher gehen wir hier noch mal ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Okay, tschüssi. Och, jetzt geht er mir da einfach in den Weg. Glaub's, geht los, geht er mir da einfach in den Weg. Oh, da waren noch ein paar Items, ne? Die wollen wir nicht vergessen. Hier auf dem Gelände sind noch ein paar Items. So, dann haben wir einmal hier hinten war was. Ich weiß jetzt nicht, ob's genau, da waren zwei Items. Einmal Angriffsplus. Schön. Da kann man sich nicht beschweren. Und Gelbstück. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Kann man, glaube ich, auch nur verkaufen. Muss mal ganz kurz gucken, was das so kann. Gelbstück. Ah, nee, 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 nee. Moment. Nee, das waren die Tafeln. Ja. Hier, Gelbstück. Eine gelbe Scherbe eines antiken Werkzeugs, das vor langer Zeit angefertigt wurde. Ja. Da sieht man mal. Braucht man nicht. Oder ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wofür man Gelbstück oder so verwenden kann. Ja, da durch bitte. Hier könnte noch was sein. Nee. Also wenn dann schon in dem Stein, aber da ist nichts. Hier scheint auch nichts zu sein. Hier ist aber noch ein Haus. Mal sehen, was es hier so drin gibt. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das ist sehr gut. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Oh, nichts Wichtiges, ich hatte schon gedacht. Gut, ja, dann gehen wir mal in die Mine. Ich glaube, sonst gibt es hier draußen auch nichts mehr. Hier ist noch ein Item, ein Pokéball. Wow. Das wäre dann, ja, das hätte ich dann mal geklärt mit dem verschwendeten Pokéball für das Pidgeotto. Ich fand ein paar Steine. Oder zumindest dachte ich das. Es waren Pokémon, die wie Steine aussahen. So. Jeder, der in der Mine arbeitet, hat seine Pokémon dabei. Sie fordern dich vielleicht heraus. Haha. Cool. Nein! Ein Pokémon! Oh, ein Zubat. Auch sehr interessant. Kann man zu X-Bat weiterentwickeln. Yippie. Könnte ich mir jetzt auch hier holen. Aber Zubat gibt's
in fast jedem Pokémon-Spiel, deswegen finde ich das ein bisschen langweilig. Hat man in jedem Pokémon-Spiel ein X-Wort, also kann man auf jeden Fall haben. So ziemlich. Ja, seit der ersten Generation gibt es in jedem Pokémon-Spiel Zubats von Anfang an. Nur Pokémon Schwarz und Weiß hat jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oh, wehrt die Attacke ab. Ja, bei 95 oder 90 Genauigkeit ist das kein Wunder. Das Hebelblatt kann halt nicht immer treffen. Trifft nur zu 90 oder 95%. Oh. Also das ist auch schon relativ hoch eigentlich. Kann man an. Ja, muss man einfach mal so festhalten. Ja, was hast du? Diese Machello haben auf der Route 207. Haben wir auf der Route 207 getroffen, genau. Sie sind mir. Ich kann heute wieder mal nicht lesen. Sie sind mir verlässliche Partner geworden. Jo. Willst du. Ja. Ja, wir kämpfen. Gut. Ein gutes Training hier. Der Arbeiter Leopold. Dann mal wieder Rasierblatt, ne? Komm, geh nicht daneben, gut. Ja, also schwer sind sie noch nicht. Und wir haben doch gerade eben Level 9er getroffen, oder? Wild. Also wirklich stärker hier sind die auch nicht. Schlecht trainiert. Habe ich gerade eben ein Null bei Spezialangriff oder Spezialverteidigung gesehen. Das wäre gar nicht gut. Ausgerechnet, jetzt muss da draußen jemand mähen. Aber ich habe ein Glück das Fenster zu. Deswegen werdet ihr es nicht so deutlich hören. Aber ich höre es schon ziemlich deutlich. Oh, es ist schneller. Wusste gar nicht, dass Onix so schnell ist. Ah, doch, das stand ja auf der früheren Pokémon-Karte drauf. Moment. Das muss ich gleich nochmal nachprüfen. Wenn wir ein Onix gesehen haben, ich glaube, hier sind noch ein paar Trainer mit Onix, dann werde ich einfach mal. Ach Mann, ich wollte da doch das Item holen. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen vor lauter dicken Kopf hier. Na gut. Okay. Hier ist nochmal der Fight. Ha! Lehn dich zurück und staune! Mit der Attacke Zertrümmerer kann man Felsen aus dem Weg räumen. Bam! Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arenaleiter besiegen und das bin ich. Gut, dann hau mal ab. Und im nächsten Part werden wir hier aus der Mine kommen. Also freut euch drauf. Vielleicht werden wir auch den Arenaleiter. Ja, wir werden einen Arenaleiter schaffen. Also bis dann, Leute, und ciao!